So, sehr schön. Haben wir ganz, ganz viel tolle Rüstung. Kiste mit der Feuer, genau. Ah, so. Ja. So. Alter, ist schon 8:30. Was ist da los? Was ist da los? Okay. Infiltriere Militäne. Ich würde sagen, wir holen uns noch Militäne und dann machen wir für heute Schluss. Hier so, ja. Neuen Ort entdeckt. So, Melitene ist die einzige echte Stadt auf Lesbos. In den letzten Jahren finden hier aber immer mehr Piratenschiffe einen Hafen, was Rum sehr missfällt. Bäm. So, nehmen wir alle mit. Ich bin jetzt sehr gespannt auf das Aufdecken von unserem Hauptcharakter. Wir sind hier ohne Aufsehen angekommen. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch durch das Tor mit dem griechischen Feuer kommen. Nur eine Wache. Ihr und ich sollten da hoch und ihn erledigen, Primel. So ein bisschen Assassin's Creed. Okay. Kaiser und Bestia öffnet das Tor und tragt die Kisten zum Kai, sobald wir die Wache erledigt haben. Sinnerius? Nee, Sinneros. Doch, gibt ihnen Deckung. Sieht so aus, als hätten wir von dort oben auch einen guten Überblick. Wie ihr befehlt. Ich werde wachsam sein. Wunderbar. Dann let's go. Sollen wir den. Er klimmt die Mauer. Okay. Der passt aber nicht gut auf, ne? Er klimmt die Mauer und erledigt die Wache, um zu sehen, welche Möglichkeiten euch bieten. Ah, hier wahrscheinlich. Das Bild von dem Zwerg, das sah cool aus. Ja, schon. Ich kümmere mich um ihn. Macht euch bereit. Dede. Bisschen viel Blut, hä? Gut, die Schiffe liegen nahe beieinander. Das Feuer wird sich schnell ausbreiten. Was ihr da mit der Wache gemacht habt, war brutal. Ja, das stimmt, aber ist halt, ja. Was sind unsere Optionen, würde ich aber mehr machen. Dieser Teil des Hafens scheint selten patrouilliert zu werden. Es sollte kein Problem sein, an die Schiffe heranzukommen. Geben wir den anderen das Signal, dass sie die Kiste mit dem griechischen Feuer so nah als möglich an die Galeeren herantragen sollen. Kannst du, Bastian, der Weg ist frei, trag die Kiste zum Bug der nächsten Galeere. Seid ihr da unten noch wach? Geht los und tragt die. ja. Jawohl, prima. Los jetzt. Ich schätze, es bieten sich uns ein paar verschiedene Möglichkeiten, Schwung in diese Feier zu bringen. Wir könnten vom Pier einen Topf mit griechischem Feuer auf das Deck der nächsten Galeere werfen. Das könnte uns einen Vorsprung bei unserem eigentlichen Ziel geben. Oder diese drei Wachen da sehen aus, als würden sie gleich einschlafen. Ich bin mir sicher, wir könnten sie ebenso leicht ausschalten, wie ich es mit diesem Kerl hier getan habe. Damit hätten wir weniger Gegner zu bekämpfen. Das klingt sehr gut. Ich denke, wir sollten mit einem lauten Knall loslegen. Ein paar Wachen ausschalten, die nicht mit uns rechnen, klingt gut. Ich finde beide Pläne sinnvoll. Schließen wir uns wieder mit den anderen zusammen und entscheiden dann. Na dann, let's go. So. Also, wenn es so schnell geht wie gerade eben, dann bin ich dafür, die auszuschalten. Sind Aber. wir bereit? Oh Gott. Sind wir. Wie wollt ihr vorgehen?
Habe ich mich tatsächlich jetzt gerade erschreckt? Nö. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen rumschauen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man die Leichen wegschaffen kann. Die werden sofort entdeckt. Okay, Bestia, nehme einen Topf und schleicht euch auf den Steg dort. Lasst uns dann die erste Galeere in Brand setzen und schon mal mit dem Auftrag vorankommen. Kaiser, Bastia und ich werden die drei Wachen ausschalten. Dann nehmen wir die Feuertaffe und kämpfen uns zur Galeere vor. Oh Mann. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also wenn wir die töten, dann könnte es halt sehr gut sein, dass die gesehen werden und wir uns wirklich... Ich meine dieses und kämpfen uns zur Galeere vor. Das bedeutet ja schon fast so, ja, dass wir kämpfen müssen. Und hier... es ist halt so, dass die um drei Leute stärker sind, die Gegner. Wenn wir das anfachen, dann... Ja, komm. Gut. Wir sind derzeit noch im Vorteil, weil sie noch nicht einmal wissen, dass wir hier sind. Gegen je weniger Wachen wir kämpfen müssen, desto größer sind unsere Chancen, hier lebend wieder rauszukommen. Ja, klappt schon. Herumschleichen und Soldaten in den Rücken stechen. Ist das unsere Art zu kämpfen? Ich finde, wir sollten einfach ein paar Feuertöpfe auf das Deck dieser Galeere hier werfen. Ja, dass der mit den Kopf durch die Wand will, das ist klar. Findet euch mit den anderen zusammen und entscheidet, wie diese Feier laufen soll. Das ist geil. Okay. Wir brennen das Schiff nieder, deswegen sind wir schließlich hier. Tötet die Wachen so leise wie möglich, dann können wir uns um das Schiff kümmern. Es ist echt lustig, dass er jetzt dagegen ist und vorher war er eigentlich dafür, Soldaten zu töten. Ich frage mal erstmal die anderen. Beide Pläne erscheinen mir furchtbar gefährlich. Wir sind umzingelt und befinden uns weit hinter den Feindeslinien. Aber ich ziehe keine von beiden Varianten vor. Nicht wirklich. Langsam und vorsichtig kommen wir ans Ziel. Also los. Ja. Bin mal gespannt. Aber okay, das geht automatisch. Aber bin mal gespannt, ob die gewarnt werden dann. Wacht auf! Die Römer sind hier! Ja, okay. Wenn ich mir ansehe, wie nahe die Schiffe beieinander liegen, wird niemand das Feuer aufhalten können, sobald wir zwei Galeeren in Brand gesteckt haben. Zielt mit den Töpfen auf die Mitte der Schiffe, nahe beim Mast. Wenn die Segel Feuer fangen, ist die Sache erledigt. Okay, so nah zusammen sind die nicht. Okay, wir müssen zwei Schiffe, genau, platt machen. Oh, ich mach mal hier aus. Okay, gut, also, erstmal, wie sollen wir das machen? Also, du bleibst hier, du bleibst hier und du bleibst hier. Die beiden holen sich Ding. Also griechisches Feuer und machen den Auftrag. So. Und jetzt lauf.
Okay, ich muss das hier hin. Okay. Dann du machst das Gleiche. Und läufst. Und du, Fernschuss. Und in diesem Bereich sind die quasi dann interessant. Okay. In diesem Bereich bekommen die vollen Schaden. Okay. Du machst Schuss hier hin. Du kannst ja jetzt zwei schießen, oder? Ich glaube, das konnte sie. Du. Stellst dich mal hier hin. Sind aber gerade keine Bogenschützen da. Ja, nur zwei Schaden. Nur einen Schaden. Es ist zu weit weg. Euer Zug, okay. Dann machen wir erstmal die da. Die wussten. Wir haben erfolgreich jede einzelne Person in Mytilene geweckt. Wir müssen schnell diese Schiffe verbrennen. Ansonsten war dieser ganze Einsatz umsonst. Ja, das machen wir. So. Ganz ehrlich. Oh, ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Und zwar mit diesem Dude. Ich will erstmal hier hin. Ich fackel das hier ab. Weil dann kommen sie hier nicht durch. So, sehr schön. Dann kommen sie hier nicht durch. Ah, der Bogenschütze kann hier schön schießen. Das ist ein bisschen blöd. Aber dann müssen sie hier runter und hier hin. Okay, ich glaube, das ist gut. So, du gehst hier hin und schießt zweimal. Schade, nur zwei Damage. Das ist ein bisschen wenig. Ich mach nochmal das da. Weil dann kann sie hinkauern. Halte eure Stellung um euch. Ja, okay. Also schieß. Also Schildstoß habe ich gar nicht mehr. Okay. Ja, ich warte einfach hier. Das ist cool. Alter, 6 Schaden ist er. Alter, sehr geil. Ich noch mehr Handeln. Ulala. Schnappt ihr uns diese Dreckskerle. Da könnt ihr nicht durch. Es sei denn, ihr verbrennt. Oh, das. Ich habe gerade auf dem Bildschirm gezeigt. Das Feuer breitet. Das breitet sich ja mega aus. Cool. Okay. Du holst dir nochmal griechisches Feuer. Du auch. Also der Doppelschuss von ihr war halt legendär. Der war richtig gut. Okay. So. Jetzt kommt sie nach vorne.
und macht nochmal den Fernschuss hier. So. Die steht aber da ganz gut. Okay, ich gehe mal hier hin. Zickzack, zickzack. Und kann nicht mehr angreifen. Das war semi gut. Ich will halt nicht von dem abgeschossen werden hier. Ich gehe erstmal dahin und schau. Ja, ich mache halt keinen Schaden, weil der ein Schild hat. Das heißt, ich muss. Der ist zu weit weg. Und auch nicht in meiner. Dann mache ich mal so. Ah, dann war das da gerade dumm. Aua! Hör auf damit! Folgt mir. Durchs Feuer? Nö. Ah, das ist der Bogenschütze, okay. Haltet durch, Freunde! Wir sind hier, um euch zu retten! Ja, das ist unpraktisch gerade. So. Erstmal Schild weg. So. Du. Eins bis zwei Schaden nur, das ist ein bisschen wenig. Anderes Problem ist hier. Uiuiui. Okay. Die muss da schießen, du musst da schießen. Ah, nur 11 Schaden. Alter, ist da gerade wirklich ein Pfeil abgeprallt? Eieiei. Okay. Geh in Deckung. Du musst auf den schießen, beziehungsweise würde ich tatsächlich hier. Ich gehe hier hin. Entdeckung. Ach nee, das ist auch doof. Ich muss das so machen. So, und dann kommen die beiden hinterher. So, dann sind sie erstmal in Sicherheit vor dem. Okay, du musst halt da noch ein bisschen warten, mein Guter. Okay. Oh, habt ihr gesehen? Der ignoriert voll die Treppe hier, springt einfach von der Kante hier runter. Was für Badass. Hier lang! Wie die brennen nicht. Das finde ich jetzt unlogisch, aber egal. Die laufen ja echt nicht so gut weit, ne? Okay, also du machst zwei Schüsse. Wo habt ihr gelernt, so zu kämpfen? Oh lala, okay. Passierschlag. Passierschlag A38. Wenn ihr ein Hexfeld verlasst, das neben einem bewaffneten Gegner liegt, erhält dieser einen Passierschlag. Meint der Parierschlag? Erhaltet Ausschlag in einem roten Pfeil, aber. Ich bin ja nicht weggegangen. Ich hab den einfach
Ich wollte den abschießen, aber das hat sie jetzt nicht gemacht. Okay, das war jetzt eher semi-gut. Das war jetzt katastrophal blöd. So. Ihr kümmert euch um den Bogenschützen. Das war jetzt echt kacke. Halben Fokus. Schön. Entfernt Blutung und so weiter, das ist geil. Okay. Genau, das kann ich nicht erreichen. Ich mach mal Folgendes. Ich gehe dahin und unterbreche diesen Bereich hier. So, da müssen die um die über die Mitte gehen, aber wir auch. Okay, das war vielleicht zu nicht clever genug. Okay. Alter, was macht denn meine Assassine da? Oder naja, nicht Assassine, sondern meine, wie heißt die? Meine Spionin. Folgt mir! Alter. Wie geplant. Sie laufen in unsere Falle. Ja, also. Okay, du hast nur noch ein Leben. Schnellschuss. Perfekt. Wie gut. So, du kümmerst dich wieder um die. Das machst du perfekt. Du läufst. Alter, du kannst ja gar nicht mehr laufen. Achso, ich habe das Schild von dem weggemacht. Okay, du gehst mal aus dem Weg. So. Du kümmerst dich um den. Machst mal einen halben Angriff. Und jetzt zwei hintereinander. Respekt. Und jetzt rushst du nach da. Alter, huiuiui. Das läuft ja gerade sehr gut. Ich bin ganz überrascht. So. Du hast den sehr gut geblockt. Und du gehst jetzt mal hier hin. Alter. Das heißt, die können jetzt nicht mehr dahin. Die müssen. Junge. Haha. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Okay, sie gehen halt straight durch. Okay, aber das ist ja cool, die verbrennen einfach so. Also voll brutal hier. Schnappen wir uns diese Dreckskerle. Okay, wenigstens einen hat sie erschossen. Für die Schlange muss man ja erstmal die Welt umrunden. Schön. Okay. Der eine Schlag hat leider nicht gereicht. Der eine Schuss, meine ich. So. Gut, sie kommt hier hin. Und dieses Unterbrechen ist echt krass gut. So, du machst hier bereitest alles vor für sie. Du. Ja, dann geh mal ein bisschen vor. Du bremst das ab. Das wäre erledigt. Die Galeeren können sie unmöglich noch retten. Nein, ich will weiterkämpfen und looten. Dammit. Ah, hey, wir waren voll gut. Lootet. Looten!
Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Selbst der Hafen steht in Flammen. Geil, wir können noch looten. Okay, gute Arbeit. Wir müssen uns nun Thermos anschließen. Der heißt wirklich Thermos, ne? Mit Thermoskanne. Setzen wir uns in Bewegung, sonst werden wir alle Ehre einheim. Sonst werden die alle Ehre einheimsen. Ehre ist doch voll egal. All das bedeutet nichts, wenn der Angriff kein Erfolg ist. Wir sollten uns Gaius anschließen, um sicher zu gehen, dass sie Erfolg haben. Ja, ich würde noch eine dritte Antwort gerne haben, so von wegen so, ey, wir waren voll geil, aber jetzt los geht's. Naja. Ein ehrenwertes Ziel, junger Prime. Setzen wir uns also in Bewegung. Loot. Loot. Dein Loot ist gut. Schon, ne? Alles nehmen. In der Kiste war eine Kiste voll Silber. Das ist mal okay. Das auch noch. Oh. Oh. Gut. Leichtes Kettenring. Leichte Kettenringe. Durchbohrter Schadenswiderstand. Leichte Rüssel. Und das ist sehr gut. Sieht so vor allen Dingen gut aus. So, also da können wir nicht mehr hin. Wir können uns auf die Bank setzen. Oh, hier ist noch was. Da ist noch was. Da oben ist nichts. Da hinten kommen wir auch nicht hin. Okay. So, dann lootet. Medizintasche ist gut und Thorax ist auch sehr gut. So, dann gehen wir hier hin. Oh, ich feiere es so, dass man hier looten kann. Das ist mega cool. Mega cool. So, hier runter. Oh. Den kann man auch noch looten. Ach komm. Ist zwar jetzt ein bisschen. Es dauert zwar ein bisschen lange jetzt, aber egal. Ja, Medizintaschen, yay. Ich weiß gar nicht, ob die so gut sind, aber ich glaube schon. Medizintaschen sind immer gut, eigentlich. Oh, da ist noch. Entschuldigung. Das ist eine Truhe. Wir müssen eine Truhe. Also Truhen sind wichtig. Ich meine, in der Truhe, da hinten, in der Truhe war noch eine Truhe drin. Mit Silber. Also, come on. Wenn man die nicht mitnimmt, dann ist man dumm. Wahrscheinlich ist da jetzt nur Brot drin oder so. Das ist sicher nur irgendwie Schweinebraten. Ja, Schweinebraten. Oh ja, doch. Naja. Mal schauen, ob es gut war oder nicht. So, jetzt raus hier. Ah, cool. Also die ganze Map und so weiter ist mega cool. Also die Quali ist mega gut. Also richtig nice. Also feiere ich schon extrem. Gut, und jetzt schließt euch der Legion an. In Kalonie, oder? Würde ich mal behaupten. So, dann let's go. Hier ist verzerrte Ration Mannstärke zurückgewonnen. Okay. Besucht das Legionslager, um zu handeln. Bla bla bla. Betreten. So, dann schauen wir mal kurz, was da so abgeht. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Weil
Ich werde so gerne noch weiter zocken, aber bin ja... Salve. War ja gerade krank, deswegen. Domina. Ja. Wie hast du mich genannt schon wieder? So früh. Ja, ich wollte heute ja ein bisschen länger machen, weil am Montag schon wieder ausgefallen ist. Genau. Hatte eigentlich vor, hier also heute bis 10 zu machen. Aber langsam tut mein Hals wirklich weh. Genau. Wie kannst du das sagen? Ja. Alles, liebe Leute hier. Würdet ihr diesen was? Würdet ihr diesen Gladius vertrauen? Das ist eine Sie. Ich verdecke wieder mein Gesicht. Er ist ein Spekulator. Sie. Es wäre töricht, einem Soldaten zu trauen, dessen Hauptwaffe die Täuschung ist. Ratet ihr mir, ihn, also sie, der Gruppe zu verweisen? Nein, die ist voll cool. Ich muss dennoch mit ihr zusammenarbeiten. Ja. Es kann eine Herausforderung sein, wenn es euch schwerfällt, ihm zu vertrauen. Aber jede Herausforderung ist auch eine Chance. Seid euch bewusst, dass er von Natur aus trügerisch ist. Sie. Und versucht, von ihm zu lernen. Ihr. Aber er ist ja auch ein Sexist. Also wir haben zu fünft die gesamte Flotte zerstört. Dies wird meine erste richtige Schlacht. Wie denkt ihr darüber? Niemals werde ich den Geruch von verbranntem Holz vergessen. Naja, ja. Es würde mich an meinen ersten wahren Sieg erinnern. Wir haben getan, was nötig war. Der Erfolg war natürlich Ergebnis unseres Handelns. Es wäre eine Schande, so große und beeindruckende Schiffe zu zerstören. Es wäre eine Schande, es war eine Schande wahrscheinlich dann eher. Wir haben getan, was nötig war, ja. Das wird nicht immer der Fall sein. Was einen Soldaten von einem Kommandanten unterscheidet, ist die Fähigkeit zu hinterfragen und sich anzupassen. True. Seid ihr nervös? Natürlich. Aufgeregt vielleicht, aber nicht nervös. Unser Schicksal wird von Göttern bestimmt. Natürlich, es ist schwer, nicht nervös zu sein. Ja, komm, das Zweite. Verständlicherweise. Jeder Krieger ist am Tag der Schlacht nervös. Ich wette der nicht. Ich bin hier. Was haltet ihr von unserer lieben Dame? Sagt mir, was ihr braucht. Das ist nicht das, was hier steht. Okay, sie hat Geschick. Man merkt es an der Art und Weise, wie sie mit Bogen und Klinge umgeht. Also mit Bogen, ja. Sie verbirgt irgendwas. Glaubt ihr, sie wurde ausgebildet? Oder ist sie einfach nur talentiert? Ja, was ist das für eine Frage? Natürlich wurde sie ausgebildet. Manche sind einfach zum Kämpfen geboren. Er ist mit Sicherheit einer davon. Er wird kämpfen, bis er stirbt. Okay. Ob es früher oder später sein wird, kann ich nicht sagen. Rosig aus, ja. Die feindliche Flotte liegt in Trümmern. Wir ziehen in unsere erste Schlacht. Erstmal die Flotte. Die Flammen erleuchteten den Himmel in einem herrlichen, fast festlichen Glanz und trugen die Furcht in die Herzen unserer Feinde. Sie müssen jetzt sicher zittern. Ist doch gut. Vielleicht haben sie es noch nicht gesehen. Ja. Dann werden jene, die es gesehen haben, die Geschichte erzählen. Und in Träumen ist alles größer. Das stimmt. Das bin ich nicht. Ich habe diese Räuber gesehen. Sie sind keine würdigen Gegner. Es wird kein langweiliger Tag, denn wir werden kämpfen. Aber spannend, das bezweifle ich. Okay, ich sehe euch auf dem Schlachtfeld, mein Jung. So, was will der? Salve, kleiner Mann. Ihr müsst neu hier sein. Kleiner Mann. Ich bin Spirius Sincius Carius, Händler der Extraklasse und Lieferant wundersamer Waren. Welche unglücklichen Winde haben euch in dieses stinkende Lager geweht? Carius. Ja. Er handelt sehr viel mit Zucker. Ich bin eine
okkulter, was? Eine okkulter Spekulatrix. Keine Ahnung, was das ist. Man nennt mich Camilla und der letzte Mann, der so dreist war, mich klein zu nennen, musste Vale zu seiner Zunge, was? Musste Vale zu seiner Zunge sagen. Ja, beides ist irgendwie kacke. Ich bin Speck, ja. Der war gut. Aber natürlich ist das unmöglich. Genug sinnloses Geplauder. Armut erwächst aus Müßiggang. Wenn ihr also nichts kaufen wollt, entfernt euch bitte von meinem Stand. Warum verkauft ihr hier eure Waren? Also, ich hätte wirklich die andere, also die clevere nehmen sollen, ne? Und nicht die mit dem Talent zu reden quasi. Was er für Waren verkauft. Das erste will ich nicht machen, das ist einfach zu dumm. Ich verkaufe alles, was die Leute benötigen und was ich auftreiben kann. Die besten Speisen, Arzneien, die so potent sind, dass sie vielleicht sogar die Toten zum Leben erwecken. Oh. Und natürlich die exquisitesten Servi, die man für Geld kaufen kann. Natürlich ist Lagerraum immer ein Problem. Mehr Lagerfläche heißt, dass ich mehr Platz für wundersame Waren habe. Und möglicherweise meinen treuesten Kunden bessere Preise machen kann. Ja, das machen wir wann anders. So. Dann gehen wir mal zum Haupthaus. Seht ihr Ägler heute Nacht wieder? Die werde ich nicht mehr wiedersehen. Was ist passiert? Bei der habe ich mir irgendeine Krankheit geholt. Und scheinbar bin ich da nicht der Erste. Autsch! Dann lasse ich auch die Finger von ihr. Karma ist eine Bitch. Wie man so schön sagt. So. Ich lass mal die Kamera gleich aus. Diese Gespräche immer. Ja, die sind echt lustig. Salve. Tschüss. Der Rauch der Brände liegt immer noch wie ein dichter Teppich über Mytilene. Ich bin beeindruckt von eurer Fähigkeit, Zerstörung anzurichten. Ich kann diesen Sieg nicht für mich beanspruchen. Es war Julius Kalidus Plan. Ich erreiche immer, was ich will. Ihr solltet euch dran gewöhnen. Ich bin froh, dass das nun vorbei ist. Dürfen wir jetzt eigentlich den eigentlichen Kampf anschließen? Ich würde das erste machen, weil war ja nicht unser Plan. Also. Es ist weise, ihm in diesen Angelegenheiten zu folgen. Krieg ist schließlich die Welt des Mannes. In der Tat. Ich kann es nicht... Warte. Also, der Krieg ist schließlich der Welt des Mannes, das nicht in der Tat. Wobei Frauen sind meistens zu klug, um einen Krieg zu machen. es ist weise, ihm in diesen Angelegenheiten zu folgen. Vor allem, weil das ja selbst eine Frau ist, ne? Also, ich soll ihr in dieser Angelegenheit folgen und ist aber schließlich ja. Macht sehr viel Sinn. Ich kann es nicht erwarten, euch meine Fähigkeiten vorzuführen. Sagt mir einfach, was getan werden muss. Stirn verärgert die Stirnmunzeln. Wir machen einfach mal das. Lucullus hat mir viel von eurer Ausbildung erzählt und wie ihr aufgewachsen seid, aber Krieg ist etwas ganz anderes als ein Zweikampf. Ja. Bevor wir aufbrechen, begebt euch zur Übungsarena und sucht Gavius auf, der die Spekulatoris ausbildet. Er wird euch die letzten wichtigen Dinge beibringen, die ihr wissen müsst. Salve. Gut. Aber das machen wir dann das nächste Mal. So. Salve. Nicht von dem.